Das Finale der Trojaner-Kampagne beauftragt uns erneut damit, ein Portal zu finden. Nur müssen wir diesmal tatsächlich ein bisschen was tun, um es nutzen zu können. Der erste Schritt wird es sein, einen Hauptmann zum Maya-Stützpunkt an dieser Landbrücke zu bringen. Danach erhalten wir weitere Anweisungen. Im Süden der Karte gibt es auch eine feindliche Römer-Siedlung, mit der wir aber nicht direkt interagieren werden. Viel wichtiger ist das Portal direkt westlich der Landbrücke, welches uns in einen Krater voller Goldbarren bringt. Der Weg raus wird dann auch direkt freigeschmolzen, was später noch sehr wichtig wird. Der Berg in unserer Siedlung enthält Kohle, Eisen und Spuren von Stein. Diese Rohstoffe sowie etwas Schwefel lassen sich auch im zweiten Berg im Westen der Halbinsel finden, wir werden sie aber nicht benötigen. Euer Ziel ist es zunächst, einen Hauptmann und zwei weitere Soldaten zu rekrutieren sowie zwei Fähren zu bauen. Das Gold für den Hauptmann haben wir schon und auch die nötige Nahrung für die Minen. Viele Gebäude müssten also nicht gebaut werden. Bringt mit den Fähren je 10 Soldaten zu den beiden kleinen Inseln in der Nähe der Landbrücke. Gleichzeitig solltet ihr schon mal 12 Diebe zum Goldkrater bringen. Ich rate aber davon ab, den Hauptmann zu früh zu den Mayas zu schicken, da dies einen Angriff der Römer auf sie auslöst. Wartet damit, bis ihr bereit seid. Ihr haltet dann die Aufgabe, je 10 Soldaten auf die vorhin genannten Inseln zu bringen. Sobald ihr das schafft, erhaltet ihr eine zweite Siedlung im Zentrum der Karte. Bringt mit den Dieben mindestens 12 Goldbarren dorthin, denn in jedem der 12 Kreise muss ein Ziehobjekt. Am besten ist die Vase geeignet, da sie am günstigsten ist. Bringt auch schon mal euren Hauptmann mit der dritten Fähre, die ihr erhalten habt, in diese neue Siedlung. Sobald die 12 Vasen fertig sind, erscheint das letzte Portal an dem Ort, wo der zerstörte Wagen liegt. Ihr müsst dann nur noch den Hauptmann dorthin bringen. Ich weiß nicht, was dieser Mission konkret fehlt, aber leider ist sie kein guter Abschluss für die Kampagne. Zum einen haben wir die offensichtliche Doppelung mit der vorherigen Mission. Dann haben wir die Tatsache, dass unsere Verbündeten abgemetzelt werden, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, was sich für mich nicht gerade wie ein Sieg anfühlt. Und zu guter Letzt sehen wir nicht mal, wohin es die Trojaner am Ende verschlägt. Die ganze Kampagne hat auch einen ungünstigen Trend, dass es sich nie wirklich lohnt, eine vollständige Siedlung zu errichten. Dieses Finale hätte genau das sein können. Das neue Zuhause der Trojaner, das es aufzubauen und zu verteidigen gilt, weil die Trojaner nicht mehr bereit sind, wegzulaufen.